We're working on the Blackout 3 album and How High 2 the movie, but we also got an app that we got going on right now. We want everyone to download it right now. It's called the Blaze Now app, Blaze Now, and it'll show you where all the hottest dispensaries are, if all around the world, really. But if you ever in America, you need to know where to go for some good weed or some good bud, tune into our app, Blaze Now. That's Blaze Now app. Leute, was geht ab? Ihr seid Backstage. Heute hat meine Kollegin für euch ein krasses Interview vorbereitet mit Redman and Method Man. Ein internationales Video auf Englisch. Zieht es euch rein. Viel Spaß. Leute, willkommen zu einer neuen Folge vom Backstage. Ich sitze hier gerade neben Carlos, einer der Veranstalter von Out for Fame. Hallo Carlos, schön, dass ich dich interviewen darf. Hi. Und zwar habe ich ein paar Fragen an dich. Ich habe mir schon einige Videos von den Konzerten bisher angeguckt, die hier in Deutschland schon stattgefunden haben. Die sind ja richtig abgegangen. Ja, es ist immer bei Method Man und Redman ist es so, sie sagen das auch immer on stage, also wenn ihr uns 100% gibt, geben wir euch 110% zurück. Und das ist in der Tat so. Und das treibt sich dann durch die ganze Show so halt. Ne? Energie, die halt komplett durch den Saal läuft. Woher wusstet ihr denn, dass der Andrang hier so hoch ist für Method Man und Redman? Ich meine, wir arbeiten mit Meth und Red schon seit über 10 Jahren. Das hat halt es gibt halt Shows, wo man sagt halt, das hat man 2-3 Mal schon gesehen, aber es ist halt immer wieder ein Erlebnis. Und das ist halt, obwohl wir das schon seit über 10 Jahren mit den Jungs machen, jedes Mal auf der Bühne sieht man halt einfach diese Energie und alles und man lässt sich mittreiben und dann weiß man auch, dass das dem Fan genauso geht und darauf sagt man dann, okay, das ist eine legendäre Show und das funktioniert auch. Tonight we gonna just get right into it, because we like doing the new shit, but we like doing the old shit. Was habt ihr denn für dieses Jahr noch geplant? Ja, dieses Jahr ist halt sind so einige Dinge, die am Start kommen. So natürlich das Out for Fame Festival ist seit 2 Jahren jetzt das größte Projekt, was wir machen. Dann wird es noch Tourneen geben. Und am Ende des Jahres machen wir immer unseren Final Clash. Da sind verschiedene Künstler. Brandy kommt auf Tour. Bald ist noch nicht draußen jetzt gerade, aber es ist halt so. Bald wird es announced. Sie war jetzt 18 Jahre nicht mehr in Deutschland, also auch im R&B-Segment werden wir ein bisschen wieder was machen. Letztendlich ist es so, dass wir immer schauen, was ist angesagt. Wir versuchen immer ein bisschen so mit Trends zu gehen. Und das heißt dann nicht nur, wer ist jetzt angesagt, sondern wer war lange nicht da, wen missen die Leute, auf wen hätten die vielleicht Bock. Da redet man halt im Freundeskreis mit Besuchern auf Konzerten. Wir haben auch die Fanseiten Out for Fame, also facebook.com/Out for Fame oder /Out for Fame Festival, und da kriegt man halt auch viel Feedback. Wir haben unsere WhatsApp-Hotline, also viele Dinge, wo man mit den Leuten kommuniziert, und da gehen wir auch halt auf die Anfragen ein. So. Ja, aber Urban Legends, das ist halt die Hip-Hop-Reihe, Rhythm and Soul, das ist die R&B-Reihe, da wird einiges kommen, aber das Out for Fame Festival, das steht schon ja in Kürze an, in 2 Monaten, das ist erstmal Priorität. Wir haben natürlich Sido, Savas, die Jungs sind alle am Start. Im Deutschrap-Bereich sind wir schon durch, sozusagen fast. Und im internationalen Bereich werden auf jeden Fall noch ein paar Sachen kommen. Aber letztendlich ist es so, dass wir, also für uns ist immer wichtig, wen wir bringen, den müssen wir auch wirklich repräsenten können. Müssen wir sagen, okay, ob das jetzt ein A$AP 12 ist, der ein neuer Künstler ist, oder Rick Ross oder irgendjemand. Also es muss immer irgendwas sein, was halt, ob das lyrisch ist oder ob das die Vorgeschichte des Künstlers ist, so dass wir sagen, das vertreten wir auch. Und da lassen wir uns nicht so, weil viele Fans wollen halt, ja, oder ich möchte jetzt, dass der Künstler von mir kommt, weil das ist mein Größter. Man geht auf die Leute ein, aber wir haben ein Standing zu geben, so, und das haben wir auch in den ersten 2 Festivals gemacht, und da auf der Linie werden wir auch bleiben, also da wird schon einiges kommen. Ich freue mich schon drauf. Aber hast du irgendeinen
Künstler, wo du sagst, den will ich unbedingt mal bei mir auf Out for Fame haben? Ja, Prince und Michael Jackson. Tupac und Biggie. Nein, Legenden gibt es genug. Ich meine, wir hatten jetzt Busta und so weiter. Mit Nas arbeiten wir, mit Ice Cube arbeiten wir. Es sind verschiedene Künstler. Es gibt so viele Künstler, die man halt noch aufzählen könnte. Aber da lassen wir uns einfach immer treiben. Und das ist halt auch immer dann spannend, halt das Ganze von Anfang an immer vor dem Festival ist nach dem Festival. Oder nach dem Festival ist vor dem Festival. Also da gehen wir immer auf die Sachen ein. Und also wir denken nicht zu sehr im Vorhinein, sondern wir gucken einfach, wie sich die Dinge ergeben. This I'm about to bring the fucking shit. Your boy almost on my shit. My nigga take a puff at this. Bitch, man, I'm on the bitch. It's taking nothing off of me. This fucking girl is a money, 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 money. Turn it up on me. For my listen like a cat. If I got my money, kid. Street beat out of my head, yeah. Prinzipiell ist es, freuen wir uns natürlich immer über Feedback. Das ist halt echt, wie ich schon eben auch sagte, bei den vorherigen Fragen ist das immer ein bisschen richtweisend. Wenn man natürlich sieht, ey, da gibt es viele Leute, die irgendeinen MC cool finden, den man vielleicht noch nicht auf der Uhr hat oder so, dann lassen wir uns gerne auch gerne immer auf die Leute ein. Und es ist auch schnelllebig heutzutage. Es gibt so viele Künstler, so viele Sachen, die anstehen oder halt eben Künstler, die noch nicht hier waren. Letztendlich ist die Kommunikation mit den Leuten draußen wichtig, deswegen immer einfach E-Mails an contact@outforfame.de oder die Socials abchecken, so die werdet ihr bestimmt einblenden nachher. Und da so deine Kommunikation, also es ist halt eine kleine Geschichte für alle halt so, ne? So, wir sind zwar Veranstalter, aber weshalb wir das machen, ist halt, um den Leuten auch die Möglichkeit zu geben, die Leute so live on stage zu sehen. Und das ist halt so eine Sache von uns für die und vice versa halt, ne? Ja, ich denke mal, das Internet erleichtert auch einiges. Definitiv, ja, auch diese WhatsApp-Hotlines und was weiß ich was, ne? Wir sind aber auch selber immer dran halt und antworten selber oder sind auch interessiert, was die Kommentare sind. Natürlich, man kann es nie immer jedem recht machen, aber es ist schon wichtig, dass man ein bisschen verfolgt, hey, ne? Man ist ja auch nicht Gott, ne? Man versucht sein Bestes, man gibt Liebe ist dahinter, Passion ist dahinter, Leidenschaft, Professionalität, Anspruch und dem versuchen wir gerecht zu werden. Hey guys, welcome to Cologne. Nice to have you here. Hey, thank you for having us here. What's your name? Sarah. Sarah, thank you for having us here, Sarah. Yo, man, what's up, bro? Hello. It's amazing to meet you because I grew up with your music, so it's kind of dream for me. So, yeah. How do you like Germany? We love Germany. Germany been supporting us since 1992, and we will always come to Germany and tear shit down. That's what we do. You're touring around and it's not your first concert here in Germany. How was the atmosphere so far? The atmosphere was great, always great here. Germany got good energy, they love hip-hop and they support 90s hip-hop. That's what it's about. So I'm gonna ask y'all again, how many Wu-Tang fans we got in the building tonight? How many Wu-Tang fans know all of the Wu-Tang songs out there? Which city was the best? Ooh, all of Cologne. Cologne was off the hook, but all of Germany. Yeah. Yeah, all of Germany. Is it different to the American audience? Yeah. Yeah, a little bit. America got the same kind of energy, but over here they, I think they appreciate the culture a little bit more, because you know we a little bit more advanced, but they still appreciate that 90s culture. That's why we still able to do shows over here. So yeah. That's crazy. You know what I noticed? Like y'all can have like 3,000 people at a breakdance concert. That's fucking amazing. Like some artists don't even get that kind of people at their shows, but y'all have like 3,000 people at a breakdance concert, like a breakdance event. Excuse me. We in Germany love your music and we are happy to hear you make some features with German rapper. And so I did the collaboration Fart. With Fart in 2020. Yeah, big up to Fart. He's a good dude. He was winning y'all battles, right, Carlos? Yeah, Carlos and them picked him up from Alpha Fame picked him up from winning battles and
I don't know the language, but I can, you know, listening to him, he gets busy, and we did a record, and it went pretty well, too. Is there any more collaborations planned? I don't know. Only thing I'm collaborating with is the homie right now. We kind of just wait. We just going to do our music, you know, Blackout 3, Mef doing his new album, I'm doing another album, and we just going to do movies, man. We just going to concentrate on our brands right now. Yeah. When did you start with the... How high to? Maybe at the end of the year. Mm-hmm. Hopefully when the writers get done writing, at the end of the year we'll have some progress. Yeah. You know, I don't want to put a date on anything no more, but it's coming. Yeah, we will wait for it. Thank you. Everybody put a peace sign up. If you was partying tonight with Redman and Method Man, if you had a good time, put a peace sign up and let's put them there for the people who couldn't party with us tonight. Like a big shout out to Fight Dog from Tribe Called Quest, ladies and gentlemen. A big shout out to Tupac and Eazy-E. A big shout out to Lisa Left Eye Lopez and Aaliyah. Big shout out to Biggie Smalls, David Bowie, and one of the greatest artists to ever touch a stage, Prince. So my brother and your brother, O.W. On the count of three, we gonna say peace. One, two, three. Peace. One, two, three. Peace. I fight that. Peace. I fight that. Peace. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt alles verstanden. Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wie findet ihr das, wenn wir Backstage Interviews machen mit internationalen Stars? Oder vermisst ihr unsere YouTuber? Schreibt es uns in die Kommentare, folgt uns bei Facebook und Instagram. Ciao.